Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online hier auf meinem Kanal. Ob Glück oder Können, Win ist Win. Nicht vergessen zu abonnieren, liken, Lester wegzudrücken und die Glocke zu aktivieren. Ich musste kurz überlegen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Und ja, guck mal, das ist der Weiße. Das ist der Weiße. Jetzt seht ihr mal den Weißen. Den Schwarzen habt ihr im letzten Video gesehen. Ich hoffe, ich werde nicht gleich wieder getötet. Jetzt seht ihr mal den... Ach, das Auto war ja noch da. Ich wurde ja erschossen. Ah, das versteht ihr jetzt nicht, weil ich sage, das ist vorhin passiert. In der Wartezeit. Okay. So sieht er im Weiß aus. Ja, guck mal, schönes Ding, ne? Wie gesagt. Ich liebe es. Die arme Auspuffanlage. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was wir heute machen. Ich habe so eine grobe Idee. Boah, der Speed hat der Speed. Und so sieht er von innen aus. Warte. So, zack. Ah, oh, ist der schick, oder? Weiße Perle. White Form. Okay, ich habe eine Grundidee, was wir heute machen. Wir fahren ein paar Meter weiter zu einer meiner Garagen. Ich habe hier nur 8 oder so. Na, ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Bin ich falsch? Ich glaube, ich bin falsch. Ja. Oh ja, bin falsch abgebogen. Ah, es geht aber auch. Okay, die nächste links. Ich meine, oder? Die, warte. Ich bin so blöd zur Klappe drin. Die... Okay. Ich hab's mir nicht gemerkt. Passt schon. Irgendwann rechts rein, ja. Ich glaube die. Bin mir aber nicht sicher. Oh Mist, ich bin oberhalb. Kann ich da runter? Ja, sieht gut aus. Gegenverkehr. Oh oh. Hab ich hier falsch gefahren. So, ein. Gucken wir hier mal rein, was ich für Autos hier habe. Ich weiß es nicht mehr 100%. Ich bin mir leider nicht sicher, aber wir sehen uns gleich in der Garage. Okay, ah, okay. Hallo, und so sieht es hier drin aus. Ach, das Ding hatte ich wirklich gekauft? Verdammt. Ich habe ein Auto- und Motorradproblem in GTA. Den habe ich nochmal, also den habe ich, ja, den habe ich, den habe ich nochmal, mein Original, der ist dann in meiner, oh, scheiße, das Ding habe ich wirklich. den habe ich hier, den habe ich nochmal in matt-schwarz gemacht, noch ein bisschen anders, andere Felgen drauf, als ich normal habe, weil ich finde den geil, der sieht aus wie ein Trans Am, vielleicht ist aber auch ein Pontiac, ein Firebird oder so, aber ich mag den, der ist so cool. Das Ding habe ich, ja, den Buggy habe ich wirklich, ja, ja, ich habe den Buggy, also, das Ding habe ich mir wirklich gekauft, das konnte man, glaube ich, am Glücksrad mal gewinnen vor ein paar Tagen, ich habe mal leider vorher schon gekauft, und, ja, das Ding habe ich natürlich, habe den auch, glaube ich, ein XL, habe ich den noch, ja, doch, klar. Im Maze Bank Tower ist der, glaube ich, ein XL, ne? Das ist der normale. Dann habe ich das Cabrio mir geholt, weil ich die ganze Zeit das Coupé schon hatte. Und dann habe ich das Cabrio geholt. Ich habe es auch versucht, sehr gleich zu lackieren. Leider gibt es hier dieses coole Tarnmuster, was es hier nicht gibt. Das hätte ich jetzt auch noch gern drauf gehabt. Aber jetzt ist ja der Bigfoot drauf. Das ist Bigfoot. Da ist Bigfoot. Da sind mehrere Bigfoots drauf. Ist mir noch nie aufgefallen. Verdammt. Und das Motorrad habe ich zweimal, ist auch so cool dafür, dass es, wenn man den Enterprise Pass hat, nichts kostet. Hat der in zwei Farben? Ja, ich habe Langeweile. Was ist das für ein Motorrad? Das habe ich mir auch gekauft. Alter, ich habe ein Kaufproblem. Ja. Was können wir heute tun? Was können wir heute tun? Ich weiß immer noch nicht. Ach, wir fahren das hier kaputt. Wir sehen uns gleich draußen. Ist der gut? Jein. Hat er eine coole Hupe? Tja, also wir sind damit eigentlich schon sehr schnell unterwegs. Der war, glaube ich, runtergesetzt. Deswegen habe ich mir geholt. Ja, ich wollte den irgendwie doch einmal haben, aber... Ja. Ich habe ein Autoproblem.
Oh, gleich was kaufen. Was kann man hier kaufen? Ja, ich würde mal sagen, wir fahren nochmal wieder zurück. Bin ich hier rüber gefahren? Ja, ne? Ja, doch, auf jeden. Und links rum. Ich habe hier noch mehr als eine Garage. Wir gucken uns mal ganz kurz die anderen beiden Garagen an, oder? Ich weiß nämlich nicht mehr, außer nicht eine von den Ducatis, glaube ich, sind das Ducatis, drin hatte. Müsste ich jetzt sogar lügen, was ich noch alles da drin habe. Wir nehmen mal die kleinste Garage. Das ist die hier. Gucken uns die mal ganz kurz an, oder? Ja, ich weiß nicht, was ich in dem Video machen soll. Wir machen mal Posen mit meinen Fahrzeugen. Weiß ich nicht. Okay, was habe ich hier? Ah, okay. Bin ich gerade gejumpt? Ach, ich habe beide Motorräder hier. Habe ich das Ding dreimal? Ich habe beide hier drin. Ich dachte, eine von denen steht in der anderen Garage. Ach, das Auto habe ich, glaube ich, sogar gekauft. Das sah gut aus. Aber langsam. Sieht aber irgendwie cool aus, so 90er, ach, na doch, zwar, na, 90er Jahre. Schick, das Ding war umsonst. Genau wie die beiden Motorräder da, deswegen habe ich den zweimal. Das Ding war auch umsonst, das hat ja auch zweimal. Ach, weil es umsonst war, ich einmal habe es gekauft. Dann habe ich hier einen Bulli. Ja, ich mag ja zwar kein VW, aber ist Kult, sieht cool aus. Oder sieht gut aus. Ja, das habe ich hier, also hier so drin habe ich den Buggy noch, den habe ich auch eigentlich zweimal, dreimal. Und das ist noch so, wie ich ihn damals getunt habe, am Anfang, farblich meine ich, weil jetzt meine Militärfahrzeuge alle blau getarnt. Aber egal. Ja, wir fahren mal eins weiter. Mal ein paar Meter weiter, wir sehen uns gleich. Okay, wir fahren jetzt nur ein paar Meter weiter. Ich bin sofort zum Laufen. Ich dachte, die sind da drin. Habe ich die doch dreimal? Habe ich die Maschine dreimal? Ich habe sie nur zweimal gehabt. Ja, die ist geil. Die war wirklich umsonst. Ich sehe uns gleich wieder. Ah, okay. Okay, was habe ich hier so? Ja, das sind eigentlich so alles Neufahrzeuge, die ich habe. Alles so laut in der Umgebung. Das Ding finde ich sau cool. Das habe ich einmal geklaut und danach habe ich es gekauft. Der hat einen Hardtop. Den habe ich auch zweimal. Das ist der Tesseract. Im Maze Bank Tower steht der im Original. Das war mein zweiter. Der war auch runtergesetzt. Das Ding war runtergesetzt und das war es wert. Die Cobra ist bösartig vom Arsch. Ja, die heißen hier nicht so, aber in echt, der ist eine Cobra. Ja, der ist auch cool. Der ist okay. Der ist scheiße. Den habe ich wegen der Optik gekauft. Der hat mir irgendwie gefallen. Hatte. Leider. Der hat mir auch gefallen, aber so besonders ist der gar nicht. Oh gut, der hat zwei Achsen hinten. Der ist auch cool. Und das Ding, jetzt gehört hier gar nicht hin, aber egal. Das steht nur aus Versehen hier. Eigentlich gehört das in den 3-Byte, wie heißt der 3-Byte? Genau, das eine Fahrzeug eigentlich rein. Das war mein erster. Und dann habe ich mir den nochmal gekauft, weil er runtergesetzt war. Frag mich, was für ein Problem ich habe. Der steht in der Kampfarena, der andere. Den habe ich in den Farben gemacht, das fand ich irgendwie saugut passend, also war eine geniale Optik. Ja, jetzt habe ich hier die Autos gezeigt, da die Autos und in der anderen Halle. Oh, das ist mehr oder weniger ein kleiner Teil von dem, was ich habe. Wie gesagt, die Kampfarena ist fast voll, da sind meine einzigen freien Plätze. Maze Bank Tower ist voll. Habe ich noch die kleine Garage? Klar, da ist das drin. Was können wir machen? Also die meisten der Autos habe ich ja auch in den Videos schon mal gezeigt. Ich weiß wirklich nicht, was wir in dem Video heute machen. Wir fahren mal raus. Wir sehen uns gleich draußen. Es ist immer noch dunkel. Aber der Wagen ist wunderschön. So viel Autos habe ich gefühlt gar nicht. Okay, der ist unten rum nicht so schnell, aber der ist sau cool. Aua.
Nein, meine Kobra. Ja, so geht das. Ja, wir sind mit dem gerade da. Ist das falsch? Nein, ich bin richtig. Was heißt die gelbe Bulo? Was hat die gesagt? Ich kann doch kein Spanisch. Bum, bum, blub, blub. Wir fahren über den Spielplatz. Ach nee, Fußballplatz. Ach so, sorry. Und jump. Hui. Oh, bremsen, bremsen. Ja, das Problem ist, ich habe wirklich ein Autoproblem in GTA und zum Glück nicht mehr viel Platz für Autos. Ja, in der Halle unten kennt ihr ja auch alle Autos. Die kennt ihr eigentlich auch, wenn ihr meine Videos guckt. Ja, da sind zwei Autos drin, glaube ich, oder? Der Humvee. Ach, der gefiel mir so irgendwie, ich weiß nicht warum. Und der Sultan. Hier ist ein Fahrrad. Das ist ein BMX. Nee, ich habe kein BMX. Ich habe es gar nicht, wie ich sie gesehen habe. Hm? Was ist das? Nein. Trekkingrad, wollte ich sagen. Ach, verdammt, wir gehen nochmal die... Ja, das Video wird langweilig. Es tut mir leid, ist aber auch gleich zu Ende. Ich habe nur 1150 Euro Tageseinnahmen in meinem Nachtclub. Nicht nackt, Nacht. Oh, was ist das denn? Glaubt ihr mir, wenn ich sage, den habe ich auch? Ist in der Spielhalle, glaube ich. Oh, und ich war fahren direkt mit dem Motor. Okay, also die Autos müsstet ihr kennen, wenn ihr meine Videos gesehen habt. Hier haben wir einmal, ich glaube, das ist eigentlich ein Porsche. Cayenne. Den habe ich auch, der ist nicht so schnell, aber ja, ich habe eben Auto ein Problem. Den habe ich, glaube ich, ach verdammt, den habe ich dreimal. Das war den, den ihr vorhin in grau gesehen habt. Also nicht grau, in matt schwarz. Den habe ich nochmal so. Das ist das Einzige, was ich diesen fiesen Spoiler hin drauf habe. Weil er einfach kacke aussieht. Dann habe ich dieses Ding gekauft. Ich dachte, das wäre cooler. Als Strike ist aber nicht cool. Und dann habe ich das Ding. Das musste ich, ich glaube, das hat sich jeder gekauft, oder? Das war im Angebot und das Ding ist einfach nur, wow, nett. Der ist optisch okay, aber naja, das war's auch. Da ist ja mein Baby, was ihr in dem Video vorgesehen habt, oder ich am Anfang nicht weiß, was. Den habe ich auch zweimal. Den habe ich noch einmal. Den da hinten habe ich auch noch einmal. Das Motorrad ist sau cool. Und jetzt fahren wir kurz aus und dann ist das Video zu Ende. Ja, ich sage, wir machen so einen kurzen Sprung oder irgendwas und dann habe ich euch genug gelangweilt mit dem Video und dann seid ihr mich auch wieder los für 5 Tage. Ja, nein, bremsen. Die Maschine ist auch so cool. Die hat optisch sehr große Räder. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Kann man jetzt auch? Nein, kann man nicht. Doch, hier. Die ist auch cool. Oh, zu viel drauf. Nein, aus. Die ist auch gut, die Double T, wenn das die ist. Weil die hat irgendwie optisch sehr große Räder, aber die ist nicht extrem schnell, aber die macht richtig Spaß. Wir sind doch lebensmüde, oder? Nö, nicht wirklich. Oh, 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 wow, was hat die denn jetzt gemacht? Okay, ich werde jetzt mal ganz blöd sagen. Gerade hier noch so komisch dreckig. Was habe ich mit meiner Maschine? Ach, beim Sprung. Verdammt, das ist Dreck dran. Oh, okay, von hier ist es sauber. Okay, ich sage hiermit danke fürs Zusehen. Ich wünsche einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Und wir sind hiermit raus. Peace.